Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thales and Me. Diesmal geht es darum, was es für Kinder und auch für Eltern bedeutet, wenn ein Kind Thalassämie major hat. Denkt auch daran, auf Abonnieren zu klicken, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich bin ja 1975 geboren. Und die ersten Symptome traten dann auf, da war ich 6 Monate alt. Und da die Thalassämie in Deutschland überhaupt nicht bekannt war, hat es dann sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis ich die passende Diagnose bekommen habe. Das war dann 1979 erst, also fast 4 Jahre später. Ich glaube, es war für meine Eltern ziemlich niederschmetternd. Also vor allem, weil sie ja auch noch nicht so lange in Deutschland waren. Also der deutschen Sprache nicht mächtig, also konnten sich eh nicht so gut verständigen oder auch alles begreifen, was man ihnen versucht hat zu erklären in der Klinik. Das war auch zu einer Zeit, wo es auch nicht selbstverständlich war, psychologische Betreuung zu bekommen, Unterstützung durch Sozialpädagogen. Nicht mal irgendwie einfach eine Broschüre in die Hand gedrückt, mein Kind ist chronisch krank. Worauf muss ich jetzt achten oder wie gehe ich damit um und vielleicht irgendwelche Adressen. Es war sehr schwer für uns alle. Ich glaube, dass man heute die Diagnose wesentlich schneller stellt als noch vor 20, 25 Jahren. Dass Eltern noch überrascht sind, ja, das gibt es, weil das Wissen in der Breite der Bevölkerung, vor allen Dingen natürlich in der Bevölkerung mit einem Risiko, Kinder zu kriegen, die solche Erkrankung haben, weiterhin sehr gering ausgeprägt ist. Bei ganz kleinen Kindern ist es natürlich am Anfang erstmal ein großer Schock für Eltern zu hören, das Kind hat eine Erkrankung, wo es lebenslang Transfusionen braucht, außer es gibt die Möglichkeit einer Stammzelltransplantation. Das ist erstmal sehr eingreifend. Und viele Eltern haben dann auch Angst, wird mein Kind denn überhaupt normal wachsen und kann es in den Kindergarten gehen, kann es in die Schule gehen? Nachdem dann die Diagnose gestellt wurde und die Transfusionstherapie anfing, ging es dann in kleinen Schritten bergauf. Irgendwann hat sich das dann so langsam eingespielt, aber es war ein ziemlich steiniger Weg. Ja, also ich war halt nicht so leistungsfähig wie andere Kinder. Konnte nicht am Sportunterricht teilnehmen, konnte weiterhin noch nicht in den Kindergarten gehen. Also ich war schon immer noch ein schwerkrankes Kind. Ein paar Jahre später kam ein Medikament zur Eisenausscheidung dazu, weil die Bluttransfusion natürlich auch zu einer Eisenüberladung im Körper führen. 1970 wurde überhaupt erst mit einer Eisenchelatotherapie angefangen. Das heißt, dass die ersten Patienten haben in Deutschland 1970 angefangen, Medikamente zu kriegen gegen die Eisenüberladung. Da waren die aber natürlich nicht Kinder, da waren die zum Teil ja schon in der Pubertät. Die haben natürlich viel mehr Probleme und viel mehr Hormonausfälle und Begleiterkrankungen als Kinder, die jetzt kommen, die praktisch ab dem 2. Lebensjahr mit einer Eisenchelatotherapie anfangen und wo es nie zu dieser massiven Eisenüberladung kommt. Und die müssen natürlich jetzt heutzutage nicht mehr jede Nacht eine Infusion von ihren Eltern gelegt bekommen mit der Eisenchelatotherapie und so einem kleinen Gerät im Bett schlafen und dann nicht wissen, wie sie das auf der Klassenreise machen sollen. Man muss sich ja eine Nadel unter die Haut setzen und dann ein Medikament, das 6 bis 8 Stunden über Nacht laufen muss. Man möchte es, insbesondere als Kind nicht. Man möchte ja frei rumrennen, man möchte rumtollen, man möchte einfach nicht irgendwie mit irgendeiner Pumpe am Arm rumlaufen und man möchte es aber auch nachts nicht. Heutzutage ist das wirklich sehr viel leichter, indem die einfach irgendwie Tabletten schlucken und das lässt sich natürlich viel, viel leichter in ein Leben einbauen. Das heißt, die ganze Situation hat sich so viel verbessert für die Patienten, dass man auch sagen kann, die können ein wirklich normaleres Leben leben, als es früher möglich war. Dann bin ich irgendwann in die Schule gekommen,
sollte erst auch nicht eingeschult werden, weil ich halt noch so klein und unterentwickelt war und immer noch oft kränklich. Bin dann aber doch dann eingeschult worden auf Druck meiner Eltern und habe dann oft auch in der Schule gefehlt. Wir sind ja auch infektanfällig. Es konnte durchaus sein, dass ein kleiner Infekt ausgeartet ist zu etwas Größerem. Für Kinder mit Thalassemia major ist, denke ich, das Schlimmste, dass sie wirklich alle 3 Wochen in die Klinik müssen und dort einen venösen Zugang bekommen, also gepikst werden, damit man es hat, dann den ganzen Tag in der Klinik verbringen. An dem Tag nicht im Kindergarten oder in der Schule sind, für Schulkinder dann mit der Notwendigkeit, diesen Tag irgendwie nachzuholen und aufzuarbeiten. Ich glaube, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, was sich da über so ein Jahr oder über so eine Schulzeit addiert an letztlich Fehlzeiten, die sich ein Kind aufholen muss, ohne dass es selbst was dazu kann. Ich bin zur Schule gegangen und habe dann immer mehr auch aktiv am Leben teilgenommen. Und ja, das ist dann einfach ein Bestandteil meines Lebens geworden. Man merkt dann so mit der Zeit, dass so eine Routine entsteht. Und irgendwie ist das Krankenhaus, glaube ich, dann oder diese Ambulanz, da kennt man ja dann auch jeden und die kennen dann auch alle Schwestern. So ein bisschen wie so ein zweites Zuhause. Das Gute in einer Kinderklinik ist, dass wirklich auch alles konziliarisch betreut wird. Das heißt, auch alle Untersuchungen, Statuserhebungen, jährliche Untersuchungen, halbjährliche, vierteljährliche in der Klinik gemacht werden. Irgendwann muss man sich lösen von den Eltern und so seine eigenen Schritte gehen ein bisschen. Und das fängt ja schon in der Kindheit an. Also, und sei es nun mit Fahrradfahren lernen oder schwimmen lernen oder mit der Schule campen gehen, solche Sachen. Also immer etwas, wo die Erkrankung so im Vordergrund steht und, oder über einen schwebt und immer dieses Ja, aber. Da, wo Kinder eine chronische Erkrankung haben, sind die Eltern einfach über die Jahre natürlich geschult, besonders auf ihr Kind zu achten. Und da ist es dann auch wichtig, dass die Eltern irgendwann loslassen können. Denn das Kind muss ja auch reinwachsen. Es muss also auch lernen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Meine Eltern haben natürlich ihr Bestes versucht und es sind zwei wirklich liebevolle Menschen, die mir immer zur Seite standen. Aber man kann da eben auch ein bisschen zu viel des Guten tun und es hat mir nicht immer gut getan. Dieses Überbehütetwerden, dieses ständige Aufpassen auf mich und vielleicht auch ein bisschen zu wenig Zutrauen. Und dieses Loslösen war wirklich ein ganz hartes Stück Arbeit, auch für mich. In der Regel merkt man so, wenn die Kinder so 5., 6., 7. Klasse ist, dass es dann häufig schon so ist, dass die Eltern sie zum Beispiel bringen und sie dann alleine nach Hause fahren nach der Transfusion oder andersrum, sie kommen alleine und die Eltern holen sie ab. Es ist meistens so ein fließender Übergang und ich finde, das klappt eigentlich ganz gut. Manchmal, so bei den kleineren Kindern, da muss man dann Eltern unterstützen und muss sagen, so nein, ihr Kind darf alles und ihr Kind kann in den Kindergarten gehen und es darf auch im Sportunterricht teilnehmen. Ich musste früh also lernen, dass ich selber alles managen muss, weil meine Eltern einfach, ja, vielleicht ein bisschen überfordert waren und auch durch die Sprachbarriere nicht so alles verstanden haben, viel arbeiten mussten, war das unabsichtlich so, dass ich wirklich von klein auf ganz viel in die Hand nehmen musste. Aber so rückblickend kann ich sagen, dass mir das nur gut getan hat. Und wenn dann die Eltern sehen und auch Kontakt haben mit jetzt mittlerweile erwachsenen Thalassemie-Patienten, die wieder mit ihren eigenen Kindern kommen, dann ist das auch eine Hoffnung, die es gibt und wo sie auch merken, ja, diese Kinder können auch ein erfülltes Leben mit einer Lebensqualität leben.
Und das hilft dabei, die Kinder so ein Stück dann auch laufen zu lassen und Vertrauen darin zu haben, dass auch diese Kinder eine gute Zukunft haben werden. Das war's von uns für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt doch gerne auf Abonnieren.